Pumuckl wird nicht gemogelt. Und überhaupt habe ich Hunger, weil es bellen. Ja, wir gehen jetzt heim. Die Wurst habe ich in die Taschen und dann essen wir daheim. Ich will aber gar keine Wurst. Ich will eine Schokolade haben. Bellen macht nämlich Schokoladenhunger. Gebellen macht überhaupt keinen Hunger. Erzähl mir doch nichts. Du hast eben überhaupt keine Ahnung. Das macht sehr wohl Hunger, macht das Kobold haben beim Bellen immer Hunger. Wenn sie Schokolade, die... Bitte, guck mal, da drin gibt's Schokolade. Pumuckl, wohin gehst du denn jetzt? Ja, zur Schokolade gehe ich natürlich. Was willst du denn da? Ich will jetzt sofort eine Schokolade haben. Du kriegst aber keine Schokolade. Doch, ich krieg jetzt eine Schokolade. Nein, man muss nicht alles haben, was man sieht. Ich krieg jetzt eine Schokolade, sonst... Ja, was denn sonst? Bellig. Ja, bell halt. Ja, aber fürchterlich bellig. Jetzt tut doch nicht so fleißig. Die Leute hören ja schon zu. Krieg ich jetzt eine Schokolade? Nein, du kriegst keine Schokolade. Geh her doch auf, du machst dich ja lächerlich. Was könnte der Hund von dir denken? Ich will hier weiter, bis ich die Schokolade habe. Du kriegst aber keine Schokolade. Du, jetzt hör auf, bitte schön, die Leute schauen ja schon. Nein, ich will erst die Schokolade. Du kriegst keine Schokolade, passt da. Schau, die Leute schauen doch schon alle. Ich will die Schokolade haben. Was bellt denn da so? Vielleicht ist es von da drüben. Vielleicht von da unten. Ja, sagen Sie mal, was bellt denn da so? Hier riecht's nach Kuchen.